Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Finlaggan The Original PT. Heute haben wir einen Single Malt Whisky von der Insel Islay. Allerdings weiß man nicht, welche Brennerei sich hinter diesem Finlaggan verbirgt. Ja, ist so ein Whisky wie Smokehead und so weiter, ein Markenname. Die Brennerei wird nicht verraten, wird ein Riesengeheimnis drum gemacht. Jeder gibt seinen Senf dazu und jeder wirft irgendeine Behauptung in den Raum, was denn dahinter stecken könnte. Von Finlaggan probiert habe ich schon eine Abfüllung, und zwar den Old Reserve in der grünen Flasche. Blende ich euch oben mal den Link zum Tasting-Video ein. Der hat mir nicht geschmeckt. Ja, der Rauch, der war, ja, das war ein junger Whisky mit einem richtig fiesen Rauch. Hat dann auch noch ordentlich Tee mit drin gehabt. Der war für mein Empfinden grauenhaft. Deswegen hat es eine Zeit gedauert, bis ich hier mich in einem Video mal wieder so einem Finlaggan widme. Ich bin der Meinung, dass hier nicht zwangsläufig immer dieselbe Brennerei dahinter steckt. Kann sein, dass es im einen Jahr die ist, kann sein, dass es im anderen Jahr eine andere ist. Denn ich habe da auch schon Unterschiede innerhalb der Abfüllungen festgestellt. Ja? Den Kollegen hier gibt es relativ günstig. Kaufland hat ihn zum Beispiel für, ich glaube, 21 Euro. Gibt ihn auch noch in Fassstärke. Da ist er auch recht günstig. Der hat 40 Volumenprozente, ist gefärbt und kühl gefiltert. Er stammt, wie gesagt, von der Insel Islay. Er wird auch einen ordentlichen Rauchgehalt drin haben. Altersangabe trägt er keine. Ja, Finlaggan an sich ist eine Ruine auf der Insel Islay. Da haben, glaube ich, mal die Lord of the Isles residiert. Steht hier auch drauf. Ich habe jetzt keinen Bock, das zu übersetzen. Rich im Aroma, ja. Mal schauen, ob der genauso jung ist. Der Old Reserve war für mein Empfinden sehr jung. Der Rauch war noch nicht so krass oxidiert, sodass der für mich ja so nach Kunststoff gerochen hat. Ja. War nicht mein Ding. Auch eine sehr junge Nase. Auch hier geht der Rauch in diese Kunststoffrichtung. Riecht einfach, riecht für mich so nach Plastik. Wir haben hier so Glanzstoffwerke in der Nähe. Die stellen so Folie und so weiter her. Und wenn man da vorbeifährt, da riecht es genauso. Und das ist so eine Sorte Rauch, die mag ich nicht. Aber hier ist es nicht so aufdringlich. Je länger ich jetzt dran rieche, desto süßer wird er in der Nase. Da kommt tatsächlich ein bisschen Fruchtigkeit schon hoch hinter diesem künstlichen Rauch. Riecht ein bisschen nach Kirsche, so wie so ein Kirschjoghurt. So ganz dezent vermischt sich das mit diesem Plastikrauch. Riecht jetzt wie der große Bauer Kirsche. Ja, krass. Wieder eine wilde Assoziation. Eine leichte Malznote ist da hinten dran, so eine leicht herbe. Insgesamt aber recht einfach, recht jung. Aber ich muss sagen, er ist angenehmer als der Old Reserve, weil der Old Reserve hatte, wie gesagt, diese fiese Teernote, die ging gar nicht, meiner Meinung nach, und der hat die zum Glück nicht. Ja, mit dem kann ich mich anfreunden. Volumenprozente sorgen für einen angenehmen Antritt. Ja, der Rauch ist im Geschmack präsent, sowas wie Röstbrot. Auch die Malzigkeit im Geschmack, so eine herb-bittere, dezente Bitterkeit ist auf jeden Fall da. Gehe davon aus, dass es von den Refill-Fässern, von den Ex-Bourbon-Refill-Fässern ist. Wird sicher so einen Anteil haben. Ne? First Fill wird hier nicht viel drin sein, wenn überhaupt. Das sind wieder befüllte Ex-Bourbon-Fässer. Und irgendwann kommen dann halt so Tanninen, die Bitterstoffe von der Eiche mit. Die hat man hier dezent im Geschmack. Lässt sich teilweise nicht vermeiden. Ist auch nicht dramatisch hier. Also wer auf nicht bittere Whiskys steht, der soll von dem hier nicht abgeneigt sein. Ja, angenehmer Geschmack. Bin überrascht. Da sind keine scharfen Bestandteile drin. Keine Fehlaromen oder irgendeine Schärfe. Der ist angenehm im Geschmack. Wird jetzt leichter, der Rauch wird leichter, alles wird leichter. Aber dazu kommt jetzt nichts mehr irgendwie, der ist einfach jetzt, ja, angenehm. Das ist so eine, das ist ein rauchiger Whisky zum Zechen. Kann man ein bisschen riechen, kann man ein bisschen trinken. Flasche nicht teuer, wenn der leer ist, holt man halt eine neue.
Ja, wie in der Nase der mittelstarke Rauch, auch im Geschmack mit diesem bisschen Aromen von Röstbrot. So leicht herb, malzig und so eine leichte Eichenbitterkeit ist auch da. Der Abgang mittellang, dem Rauch geschuldet, der trägt es hinten raus. Und im Abgang nochmal so dezent, so eine Süße, ja, die ich jetzt so Candy, so Süßkram zuordnen würde. Was für eine Brennerei steckt dahinter? Keine Ahnung, alle Spekulationen. Ich kann hier auch einen Verdacht abgeben. Meistens ist es so, oder ich sag mal so, auf Eila hat Kolila den größten Output, die produzieren am meisten und viele dieser No-Name-Abfüllungen, die kommen eben aus dieser Brennerei und ich gehe mal davon aus, dass es hier auch so der Fall ist. Ist aber reine Spekulation. Für das Geld, ja, die Nase gefällt mir nicht wirklich, ist mir ein bisschen zu jung, der Rauch geht in eine Richtung, die mir nicht unbedingt zusagt. Ist aber mein persönliches Erfinden. Ich finde ihn vom Geschmack sehr angenehm und er hat mich echt überrascht, was den Geschmack betrifft, sodass ich sagen kann, für 20, 21 € geht er durchaus klar. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!